Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem Let's Play zu Jack the Lions 3. Eine lange Reise nähert sich dem Ende. Wir sind auf Ernie Island und kurz davor, den Sprung zu wagen. Die letzte Bastion von Corazon Santiago liegt vor uns. Wir werden jetzt noch einmal kurz warten, bis die hier ihre Reparaturen abgeschlossen haben. Sagt die Wack, schon ist es durch. Ja, wir warten auch noch auf Norma. So viel Zeit muss sein. Und wir gehen noch einmal alle Skills durch. Sevenake, definitiv der Mann aktuell, der noch am meisten Vorteile hat, 2 Stück. Und der Generalist der Truppe. Aber überall, wir sehen es okayisch, aber nicht gut. Darf noch was lernen. So, hier. Kritische Treffer und ablenkender Schuss. Kann man immer brauchen. Wir wollen ja die Punkte noch aufgeben. So, Foda hat auch einen Vorteilspunkt. Das ist fein. Auch sie eher der Generalist. Und ja, findet auch schwere Waffen gut. Was haben wir hier noch? Ja, Nahkampf braucht sie nicht. Wenn die Moral hoch oder sehr hoch ist, erhältst du die Chance. Ja, komm. Darf sie auch noch. Oder Agit. Ist sie jetzt Level 10, oder? Ist noch nicht Level 1. Das sieht ja auch nicht gut aus. Norma hat auch noch einen Punkt frei. Wir haben sie ja eher als Scharfschützin benutzt. Und ja. Keine Ahnung, ablenkender Schuss, immer gut. Mag ich mit am liebsten. Gönnen wir ihr auch noch. Doktor ist bei 9. Hat 100 Beweglichkeit, aber nichts mehr frei. Kalina hat noch einen Punkt frei. Aber auch Kalina hätten wir mal ausbilden sollen. Ermöglicht Kritball und langsamere Entdeckung können wir noch mitnehmen. Irgendwas ist immer. Play. Ja. Er ist ja auch eher als Scharfschütze unterwegs. Erhöhe die Moral. Das klingt immer gut. Und ansonsten... Ich weiß nicht. Ich glaube einfach Max TP. Da brauchen wir nicht mehr viel. Earl hat keine Punkte mehr. Scallion hat auch keine Punkte mehr. Das ist schade, ich hätte ihn hier gern noch. Ja. Ice Williams keine Punkte mehr. Thor keine Punkte mehr. Ivan darf noch. Und Ivan... Blitzschnelle Reflexe. Soll ja am Leben bleiben. Larry hat Igor. Und dann sind wir durch. Alle Punkte vergeben. Und jetzt können wir dann wirklich los. Wir. Können wir beide Trupps gleichzeitig auswählen? Nein. Das heißt, wir gehen einmal rüber. Pausieren. Zweiter Trupp hinterher. Und los geht's. 12 gegen 16. 6 Wachen. Eieiei. Auf geht's. Corazon hat ihre Operationsbasis hier. Wir haben genau einen Einsatzpunkt. Wir erinnern uns, hier war der Zaun. Da konnten wir an der Seite rein.
Hintertür. Die können wir nur erreichen, wenn wir hier an der Seite reingehen. Hier ist voll, das sehen wir. Und ja. Dann wollen wir mal. Zwei Teams. Wir setzen eher hinten auf. Alpha und Charlie. This is Santiago. What are you doing here? The government of Grand Chien has forbidden me from having any further contact with you after the massacre of the refugees. Your being here puts us both in a very precarious position. I suggest you leave immediately. My lawyers will contact you to settle any grievances you may have. I'm sure an agreement can be reached that satisfies all parties involved. Okay, die gute Dame sieht so aus, als hätte sie ein Problem mit uns. Wir werden jetzt eine kleine Teamänderung vornehmen. Und zwar werden wir austauschen den Doktor und Spike und Thor und Meltdown. Die Gründe dafür seht ihr gleich. So. Wir nehmen nämlich den Alpha-Trupp, den wir neu zusammengestellt haben, und ihr sollt da runter. Wir erinnern uns, da war ein Minenfeld. Und das heißt, wir werden das jetzt einmal Larry approven und hier einmal räumen. Und ja, Larry ist am Start. Da ist noch mehr zu tun. Yeah, I know. Walk in a straight line. Yeah, all right. Cool. Moving out. So. Yeah, Doctor. Ihr sollte ja noch. Hold up. Booby traps. Noch ein bisschen Spaß für Larry sein. Nicht, dass hier noch einer körperliche Schmerzen erleidet. Ja, Larry macht das gut. Aber die haben ja auch nochmal viel Sprengstoff entsprechend verbaut. Also er hat schon gute Arbeit. Ja, schau mal einer, guck. So, ich denke, das war eine gute Leistung von Larry. Jetzt kann der Rest des Alpha-Trupps hier hinter. Das sollte jetzt funktionieren. Oh, 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 oh. Bitte hier an der Seite entlang. Wenn du da noch Minen Wir haben nicht alle Minen erwischt. Aber das macht nichts. Wir haben es hier sicher hergeschafft. So. Hier können wir sicherlich vorgehen. Alle nach oben und euch hier verstecken. Da oben war zwar eine Wache, aber die schaut nach da. So, das war Teil 1 der Operation. Teil 2, wir wollen uns hier am Zaun entlang bewegen. Auch hier gilt, da sollten Minen sein, wie ich das Spiel kenne. Da bereiten wir uns vor. Allerdings sind wir hier noch nicht fertig. Larry kann hier erstmal noch den Mörser mitnehmen. Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht noch was vorhätten. Ivan hat den Granatwerfer
Da laden wir mal die 2 Hochexplosivgranaten ein. Die könnten wir auch noch gebrauchen. Dann gehen wir zum Charlie Trupp. Hier haben wir Foda mit 66 Sprengstoff. Dies sollte auch ausreichen, um die Minen zu finden. Vielleicht nicht ganz so gut wie Larry, aber auch das sollte reichen. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, wir haben ein Problem. Und das Problem beginnt damit, dass wir hier erstmal den Doc hochschicken. Und jetzt wird's wild. Okay, jetzt müssen wir den Haupteingang nehmen, würde ich sagen. Der Doc geht erstmal nach hier weg. Larry. Hat Mörsergeschosse geladen. Wir bombardieren hier erstmal den Zugang. Also relativ einfache Bedrohungslage. Ich gehe davon aus, dass wenn der Feind massiv kommt, von da unten kommt. Das heißt, wir gehen hier hoch. Mit Magic. Okay, da ist auch noch Spaß. Die ganze Familie. Das heißt, Larry gibt Feuerschutz. So. Du, Geschützexperte, ist nicht nur das Thema. Oh, ja. Du hast hier noch eine Wache. 67, das war okay. Ivan. Meltdown darf hier oben den Schaf schützen. Vom Turm holen. Und du. Ja gut, hier überwachen bringt nichts. Das macht nichts. Ein Schuss geht. Hat nicht getroffen. Egal. Okay, dann hat der Charlie-Trupp jetzt eine andere Operationsaufgabe. Hier ist nämlich der Zaun auch noch offen. Los geht's. Wir müssen in Stellung, Foda zuerst. Get ready. The battlefield is ready for blood. Repositioning. Spike Scallions, sehr gute Aktion hier. Und Savanake auch. Bitte mit dem Sturmgewehr. Heute haben wir es eilig. Acknowledged. Also, Ziel ist hier rein. Und Play und Co. bereiten sich vor, um im Zweifel alles, was von da kommt, noch auszuräuchern. Auch Tor. Bitte mit nach vorne. Und dann ist der Start gemacht. Der Start sieht doch schon mal vielversprechend aus, auch wenn es nicht so geplant war. Rein da. Okay. Wenn die da runterkommen, das wäre fein. Wenn die da oben bleiben, das wäre schlecht. Missgeschick.
Okay. Dann, ihr müsst hier ans Gebäude ran. Aber ganz dringend. Da kommt noch eine Wache. Eieiei. Okay, das ist gefährlich. Okay. Auch für deinen Freund. Sehr gut. Das ist sehr gefährlich. Okay. Das heißt, hier müssen wir Magic rausholen. Und hier bombardieren wir. Mittelerfolgreich. Okay. Situation kritisch, aber kontrollierbar. Okay. Wie machen wir das? Ihn hier wegmessern, das ist klar. Earl würde ich gerne retten. Also, dass er hier nicht direkt im Feuer steht. Das heißt, wir können ihn hier... Ich würde Earl tatsächlich bis da hinten abziehen. Um die Wache habe ich mir jetzt keine Sorgen gemacht, weil wir hier ja die Deckung hatten. So. Ice Williams. Der Typ da hinten ist fast tot. Das ist erstmal nicht... Meltdown hier. Watch me put this one down like a sick dog. Okay, Meltdown erledigt das. Hey! Ist inspiriert. You have orders. Huitus in Spiritus. Oder so. So, wir haben dich hier unverletzt. Du bist definitiv ein Ziel für Ivan. Dr. Q hier. Und dann einmal der Doktor am Start. Solid, man. Solid. Und hier drin die Wache. Ich glaube, gerader Pfad erforderlich. Das haben wir doch. Eides. Eides haben wir doch. What? Den lassen wir. Die Wache. Wise plan. It was unwise to challenge in hand-to-hand combat. So, und dann hier Entdeckung. Der Mann da hat noch nichts mitbekommen. They're just vitamins. Larry hat ja, hier das dringende Bedürfnis, mitzuhelfen. Dr. Q. Dr. Q ist einsatzbereit. Ice Williams. So schön. Ja, oben, der ist noch ein... Der ist noch ein Thema, der Anführer. Das hier auch... Dann einmal nach vorne, bitte. Dann nehmen wir dich hier raus. Das sieht doch gut aus. Du bist auch bereit. Norma kann hierhin mit. Dann haben wir den Charlie-Trupp. Unser Charlie. Yes. It's me. Und Charlie stürmt.
Okay, wir haben eine Tretmine gefunden. Das war jetzt eher mittel. Aber das Positive ist, die explodiert nur einmal. So. Der Feind hier hat uns noch nicht entdeckt. Das ist nett. Dann kann Flay hier in Position. Und Kalina kann das auch. Die haben ja auch keine Wachen aufgestellt. Das ist positiv. Die sind noch ruhig. Das ist fein. Flay darf hier festnageln. Ja, bitte. Du bist soweit. Boda. Ich hab das Gefühl. Boda hat doch noch einen Raketenwerfer, oder? Ah ne, Boda hat auch... Wer hat den Raketenwerfer, den zweiten? Wer hat den zweiten Raketenwerfer? Habe ich den Spike gegeben? Nee. Boda hat auf jeden Fall noch den Mörser. Jetzt, okay. Boda darf den Mörser nehmen. Ich meine, hier wollen wir nicht rein. Da ist ja einer. Aber wenn da einer drin ist, dann decken wir hier einfach die ganze Anlage noch ein. Hallo! Dann könnte das lustig werden. Play. Und Thor sind hier in Position. Scallion geht hier, kommt hier mit rein. Der soll dann hier noch einen Fire Sweep machen. Und dann gucken wir, was wir diese Runde so erreichen. Thor ist einsatzbereit. Der darf hier in die Richtung überwachen. Dass da noch eine Tretmine ist. Ja. Ist eher schlecht. So. Das war's für diese Runde. Okay, da sind noch 1, 2, 3. Jawohl. Da ist noch Action. Okay, ihr trefft nicht. Okay. Der überwacht. Der Sunny. Der geht in Deckung. Ei, nicht erwischt. Play, das ist ja... Ei, ei, ei. So, und Artillerie. Boah, Foda. Mehr Artillerie. Da sind noch mehr Wachen. Ja. Deckung haben wir ausgeräumt. Und dann würde ich sagen, Phase 1 des Plans hat geklappt. Wir sind drin. Phase 2 des Plans machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, wir haben die Lage unter Kontrolle, sind gut ausgerüstet. Und beim nächsten Mal ist hier Achterbahn. Für heute war es das. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns im zweiten Teil. Tschüss, bis dann.